Unsere radioaktive Herren, verehrte Freunde der gepflegten Tyrannei, liebe Vertreter der bewegten Träumerei. Willkommen zum Telekolleg Vision in Theorie und Praxis. Heute exklusiv in Spielfilmlänge. Fakt ist, die Aufwachphase ist die Blütezeit revolutionärer Gedankengänge. Eigentlich könnte man auch viel lieber mal einen gesetzlichen nächtedeckenden Mindestschlaf von 8 Stunden 50 fordern und nur noch Menschen aus Freigeisthaltung ordern. Ach ja, Mann, und unbekannten Untergrundgedanken mal unter uns. Das ist doch die Zeit nutzloser, spröder Aktivität. Also reiß den erschöpften Stundenzeiger aus der Wand und schieß ihn als Pfeil des Anstoßes übers Land direkt ins Herz der sturen Realität. Man könnte ja auch ausnahmsweise mal den Nahostkonflikt lösen und schlichten zwischen Bösen und böseren Bösen. In Jerusalem sitzen danach gelangweilte Juden und Araber, rauchen alte Klischees in der Wasserpfeife, lauschen Allah respektive Jehova, wie er verkündet. Und nun schaffet Leistung aus eurer neu gewonnenen Langeweile, denn wer rostet, der leistet. Und Startschuss für den globalen Langweilwettbewerb. Frankreich langweilt mit Namur. China ist nun langweiligste Leistungsgesellschaft der Welt. Deutschland wird zum größten Langeweile-Exporteur. Und zugunsten der Langeweile-Quoten denke ich, wir sind eins. Die ARD ist der geleistete Langeweile schon nur noch ein Schatten ihres langweiligen Bildungsauftrag-Daseins. Die Werbebranche schreit begeistert: dieser Hype ist geil, wie proudly present. Die Missionäre aus den Konzentrationskopfkinos befreit. Der Konjunktiv, meine sehr verehrten Damen und Herren, würde sich dagegen natürlich wehren, wenn er es könnte. Aber wir wehren uns eben, weil wir es können. Und ich gebe zu, in der Beziehung bin ich radikal, ein extremistischer Antikonjunktivist. Und meine Forderungen sind schier banal. Ich führte all die Jahre rote Listen mit der Frage: War der Konjunktiv gegen es zu uns? Unbehelligt vergewaltigt er schon jahrelang schutzlose Werben. Und wer da helfen will, der kann nur noch helfen. Er hat Totschlag an Träumen verübt, Visionen Volksmord betrieben und Erfindergeister versklavt. Konjunktiv, du bist entlarvt. Ab sofort sind alle Angaben mit Gewehr. Und ich höre sie schon sagen: Da könnte ja jetzt jeder kommen. Falsch. Da kann jetzt jeder kommen. Alle sind willkommen. Wir rollen mit längst abgefahrenen Zügen durch das Land und durchbrechen die Mauern verbauter Möglichkeiten. Die Grenzen, also schnupfen wir wieder pures Mondamin und unser Hirn fängt unweigerlich zu backen an. Monotoni weiß, dass er seine Aktentasche nun packen kann. Er richtet die Krawatte der Gesellschaft, klettert wieder die Karriereleiter rauf. Weil er das dickste Fell hat, sind er und sein makelloser Lebenslauf da oben im Hamsterrad besonders gefragt. Doch ihm zu folgen fiel uns auf keinen Fall ein, denn jetzt sind wir endlich mal allein. Du backst dir noch ein Lächeln auf, ich beiße gelüstlich in die goldrötlich krosse Kruste deiner Bio-Vollkornlippen. Sie sind noch heiß, da stehe ich drauf. Doch es steigt und steigt der Ölpreis! Da scheiß ich jetzt drauf, will mich nur noch mit dir verlinken an deinen gülden, sprudelnden Haarnippen und als trojanische Titanic in deinen tiefseeblauen Augen versinken. Du zauberst aus deinem Ärmel ein paar allerletzte Kippen und dann rauchen wir wieder unsere Utopien, spritzen sie uns in urbane Unterarme, kriechen so geschmeidiger durch rostige Realität auf blutigen Knien, riechen stets nach ranziger Alltagsfahne und sehen uns im Netz durch philosophische Pornos ziehen. Denn wir leben heute simultan, retro-real und visionary virtuell. Macht 100% mehr ich für den Welthandel! Und über meine frisch angewachsene Medienmembran spüre ich diesen einwickelnden Wandel. Eine Kanzlerin rollt den Rodelhang hinunter. Die Nation antwortet mit passenden Merkels Beckenboden-Basisbruch-Infografiken unter dem zärtlich flüsternden Hashtag Bundesbulette. Denn wie sich die First Lady das demokratisch legitimierte Gesäß brach, ist für alle interessant. Selbst dem Verfassungsschutz ist Angela M. jetzt bekannt. Mutti ist schließlich die neudeutsche V3. Die Volkszahnbürste von Braun
Vertrauen aussprechen, Versteuerung. Ihre Maxime, Europa macht frei. Hier gilt die deutsche Staatsverkehrsordnung. Doch wir wollen rauchende Rowdies auf dem kalten Asphalt des Stammtisches sein. Laden ganz Griechenland zu einem kühlen Blonden ein und so rauchen wir dann gemeinsam Utopien. Sehen die Schleier des Syrianen und diese Nacht vorüberziehen, bis da einer kommt und all das plump und rasch hinterfragt, denn sorry Leute, aber Rauchen ist hier nach der neuesten EU-Norm untersagt. Und so verlassen die enttäuscht die Weltwirtschaft, gehen noch schnell wie früher neue Kakao-Kinderkippen kaufen und die Mikrowellen der Nacht wärmen dann lächeln nochmal auf. Doch seine Halbwertszeit ist längst abgelaufen. Die Sonne des Realen geht wieder auf und just als wir im Küssen waren, verschwandest du in schrill klingelnden Wogen aus meinen Armen. Sah ich nur noch in von morgen tau vernebelten Bahnen davonfahren, denn täglich pünktlich weckt mich dieser Alltag ohne Erbarmen. Aus seinem feigen Hinterhalt hat er mir die Kugel der Tagesordnung eiskalt in den Kopf geknallt. Und ich wollte doch nie aus diesem Traum erwachen. Ich kämpfte mit aller Gewalt, um diesen Traum nie enden zu lassen. Ich schrie, klemmte mir die Augen zu, verbuddelte meinen Kopf Kilometer tief zwischen Daumen und Decken. Schluckte Familienvorteilspackungen, Schlaftabletten, wollte mich ununterbrochen in Nacht und Tag wenden, schlug mir mit guten Nachtgeschichten den Schädel blutig. Es war doch endlich alles gut, ich war doch endlich angekommen in meinem Paradies. Es war zwar nicht auf Erden, aber wohl in meinem Kopf. Und ich weiß, das schlummert's immer noch. Zum Frühstück ziehe ich mir eine neue Folge vom Alltag Reloaded Schrott rein und schalte routiniert wieder den Eitrop ein. Du konntest einfach endlos vor Glück lachen, was einen alles vergessen ließ. Und mein Kopf tobte früher ein Orkan, der mir ununterbrochen Pop-Up-Fenster erzählen ließ, die mir von Krankheit, Krankenkassen, Krankengedanken, Krebs, Krise, Killer, Kassel, Boxen, Katastrophen, Kapital, Kanzler, Grau, Karotte, Kuchen, Skam, Kirchen, Christen, Krieg, Korinth, Kacke, Koma, Koks, Kohle, Kohle, Kalion, Terroristen, Tut, Lerner, Titten, Test, Test, Hilfe, Hunger, Ayo, Heilig, Salonis, Hölle, Hollywood, Erogen, Wechsel, Wiese, Lachsam, das war Hans, Hasch, Hagel, auf Zulauf, Mann, auf Frau, auf Zimmer, Oberhaupt, Über. Ein erbarmungsloses Lachen konnte Maschinengewehrfeuer entfachen, die all diese Störenfriede der Lebenslust erbarmungslos vernichteten. Dort jenseits vom Fahrplan konnten wir auf Hamsterrad fahren. Jenseits des Horizonts zählte nur Wohlbekommens. Jenseits von viel zu knappen Abgabefristen und spärlichen Urlaubstagelisten, wo wir Seifenblasen schockfrosteten, wo wir Reifenphrasen Schrott kosteten, uns mit meinen Hosenträgern in die Lüfte katapultierten, skrupellose Einhornjäger in Marmeladengläsern inhaftierten, wo wir Backsteine in den alterwürdigen Kellern der Hansestadt knusperten, wo wir die Sonderzwergen-Einsatztruppe musterten, wo die Energie unserer Hüftschwünge zwei deutsche Atomkraftwerke ersetzte, wo die Synergie unserer Luftsprünge die gesamte globale Militärstärke zerfetzte, wo wir Lebensläufe mit Zickzackscheren zerschnippelten, wo wir auf Dachstühlen kippelten, wo wir Dino-Pflaster auf die sieben Weltwunden klebten, wo wir in endlosen Spielrunden lebten. Ich war doch endlich angekommen. In meinem Paradies. Es war zwar nicht auf Erden, aber wohl in meinem Kopf. Und da schlummert's immer noch. Also lege ich mich jeden Abend wieder hin. In der unaufhörlichen Hoffnung, dass ich eines Nachts wieder in dieser voll verrückten Traumwelt bin. Bei dir, meiner Overnight Express Prinzessin. Danke sehr.